Hallo, liebe Leute, ich möchte heute jeden persönlich ansprechen. Es geht darum, die monatlichen Kosten um 50 bis 80 Euro zu senken, ohne auf etwas zu verzichten. Rund 30% der Bevölkerung wechseln ihren Strom- und Internetanbieter regelmäßig. Und die anderen 70% der deutschen Bevölkerung, die möchte ich motivieren, aktiv zu werden. Und ich verspreche jedem, der jetzt aktiv wird, dass er zwischen 2.000 bis 4.000 Euro Stundenlohn erreichen könnte. Und das ist kein Quatsch. Und ich werde das jetzt auch gleich beweisen in diesem Film. Und dazu habe ich mir den Heinz ausgesucht. Der wird aktiv und der wird euch zeigen, wie man das macht. Zuerst sucht man sich einen Anbieter, der den Wechsel vornehmen kann. Zum Beispiel Scheck24. Da muss man sich ein eigenes Konto einrichten und anmelden. Zuerst den Stromvergleich. Der Grundversorger EWE nimmt monatlich 98 Euro. Und jetzt vergleichen wir mit anderen Anbietern. Wir wählen ePrimo für 59 Euro und bekommen nur durch den Wechsel schon 390 Euro. Und nun zum DSL. Das ist der Internetanbieter und die Telefonkosten. Auch hier suchen wir einen neuen Anbieter aus. Zum Beispiel Vodafone. Auch hier bekommen wir durch den Wechsel 390 Euro, aber für 2 Jahre. Das sind zusammen 780 Euro. Um jetzt auf den Stundenlohn zu kommen, muss man sehr gut mit dem Computer umgehen können, alle Daten bereithalten, dann schafft man den Wechsel in circa einer Viertelstunde. 780 Euro in einer Viertelstunde sind hochgerechnet auf eine Stunde mal 4. Das sind 3.120 Euro Stundenlohn.